Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge unseres Let's Play Lumberjacks Dynasty. Ja, wir hatten in der letzten Folge ein paar Aufträge erledigt und wir müssen erstmal zusehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Mal gucken, ob das jetzt das Richtige ist. Jawohl. Nein, hier bin ich falsch. Nicht festfahren, komm. Genau, so, geht doch. Ups, was fahre ich mir denn im Augenblick hier zu lange? Nein, das probiere ich nicht. Erstmal eine Runde querfeld reinfahren hier. Ups. So. Ja, die mich schon mal festgefahren mit dem LKW. Glaube zumindest, dass es da war. Ach, guck mal, hier sind wir ja zu Hause. So, zwei Sachen. Okay. Aber irgendwas war doch hier auch mit der Anzeigeposition, ne? Ah, so ist mir das ehrlich gesagt sympathischer. Fahrzeug waschen. Sieht doch nicht viel besser aus.
Schade, irgendwie lackieren können wir den, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, das geht generell in dem Spiel noch nicht. Denn ist ja noch eine frühe Beta. So, getankt haben wir. Können wir aber trotzdem hier stehen lassen. Was wollte ich nach dem Treibhaus gucken, wollte ich. Nö, das ist in Ordnung. Und Saatgut ist auch alles in Ordnung. Okay. Ja, da hatte ich wohl auch einen Tipp zugekriegt. Es gibt wohl irgendwo auch Blumensamen. Nur der oder diejenige, die mir das geschrieben haben oder geschrieben hat, sagte, wisst ihr aber auch noch nicht, er oder sie wüsste noch nicht, wo man oder wie man die hier pflanzt. Denn irgendwie hieß es ja täglich frischer Honig. Und nur wenn ich den auch wirklich täglich kriege, bringt das wirklich was. So, wie sieht's denn aus? 7000 haben wir. Zwei Fische haben wir. Fisch in Soße. So, machen wir zweimal. Kochbücher haben wir noch nicht. Einzigartige Rezepte haben wir auch noch nicht. Und wie sieht es mit Kräutertränken aus? Ja, überall braucht man ein Glas Honig und das haben wir gar nicht. Schade eigentlich. Gibt es schon irgendwo die Möglichkeit, Rezepte dazu zu kriegen? Oder ich glaube über irgendwelche Aufträge. So, Äpfel haben wir abgeerntet komplett, da ist im Augenblick auch nichts. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir Bäume fällen, dass wir Rinde kriegen, Geld verdienen und so weiter.
So. Haben wir hier noch irgendwo Holz liegen? Also im Augenblick ist es wohl so, dass Holz noch nicht nachwächst. Also Bäume. So, ich habe den Tipp bekommen, dass man immer erstmal die dünnen Stämme aufladen soll und die großen oben drauf, wenn man dann mehr auf den länger kriegt. Das ist natürlich gut möglich, nur ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil ich lade auf, wie es kommt, fahre dann lieber einmal mehr, als dann erstmal die Stämme zu sortieren. Ich glaube, jetzt ist die Straße gesperrt. Sorry. Hat da hinten keiner ein Schild aufgestellt von wegen Baumfellarbeiten? Du bist zu hungrig. So, bitteschön. Ja, ihr dürft fahren. Okay. Ich fäll mal noch einen dritten und dann sammeln wir erstmal ein.
Warum fahrt ihr nicht? Ich habe extra die Straße frei gemacht. Diese Gaffer immer. Okay. Dann holen wir mal das Auto. Beziehungsweise unseren Trecker. So. Ach, ich drehe einfach mal um. Okay, den müssen wir jetzt so Angreifer mitnehmen. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stämme. Ja klar, wenn man jetzt nur Dünne hat, dann ist das weniger, aber tja.
So. Gut, dann sollten wir umdrehen. Und erstmal gucken, ob unser Segelschwert da auch richtig eingestellt ist. Nein, Einstellung war hier. Genau. So, den haben wir schon mal hier stehen. So, machen wir hier mal. Oder? Nee, wir holen. Wir holen die restlichen Baumstämme, die wir jetzt noch gefällt haben. So, da brauchen wir jetzt aber nicht mehr gucken, welcher dünn ist, welcher dick ist, sondern wir nehmen sie, wie sie kommen, weil so viele haben wir nicht mehr. So, ich glaube, wir haben alles. Die schmeißen wir dann noch eben rein.
Gut, dann haben wir alles. Okay, dann nehmen wir jetzt hier die Stirnseite. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.